In der heutigen Folge von Ich liebe euch reden wir über Metal-Fanboys. Ja geil, mein Lieblingsmetall ist Gallium. Was? Nein, das meine ich damit nicht, sondern folgendes. Wie die meisten von euch mittlerweile wissen werden, höre ich in meiner Freizeit viel Metal, ein Genre, das mit seinen etlichen Subgenres vielseitiger ist als der saarländische Genpool. Naja, Mignon, was soll ich sagen, das ist jetzt auch nicht so sonderlich schwer, ne? Das hast du jetzt gesagt. Aber egal. Und eins muss man über Metal und einen Großteil seiner Fangemeinde ja mal sagen. Das sind vermutlich die nettesten und sozialsten Menschen, die ihr je kennenlernen werdet. Generell habe ich schon vor einer langen Zeit die These aufgestellt, dass je metallastiger ein Festival ist, desto freundlicher und gechillter sind die Festivalbesucher. Doch wieso mache ich dann eine Folge von Ich liebe euch über Metalhörer, fragt ihr euch? Nun ja, weil es leider auch unter diesen sonst so gechillten Zeitgenossen einige schwarze Schafe gibt, welche ich in diesem Video als Metal-Fanboys bezeichne. Und der Begriff Fanboy wird ja bereits seit langer Zeit dafür genutzt, um radikalisierte Anhänger von allem Möglichen zu betiteln. Und diese gibt es eben auch beim Metal. Man erkennt sie zumeist daran, dass sie Shirts von Black-Metal-Bands tragen, für deren Dechiffrierung man 10 Leute und eine Art Enigma-Maschine braucht. Und sie jede Diskussion, die auch nur ansatzweise etwas mit Musik zu tun hat, mit ihrem verbalen Dünnschiss verfeinern. Zum Beispiel, du sagst, dass du eine bestimmte Metalband gerne hörst und schon kommt der Fanboy an und sagt, ja, ja, die sind ja ganz nett, aber Band XY ist krasser. Oder die klingen wie eine Mischung aus Band und werden folglich direkt als Kopien abgestempelt. Wenn du dann erzählst, dass du neben Metal noch andere Genres, wie beispielsweise Rap, hörst, dann wirst du gemieden wie ein Leprakranker im Schwimmbad. Was machst du da? Abtreiben! Und wenn du sagst, dass du ein Metal-Genre magst, das nicht zwangsläufig darauf hinausläuft, dass dein ins Mikrofon rülpst, sodass du nicht mal ansatzweise ein Wort verstehst, dann wird immer direkt gesagt, ich habe in meinem Leben schon viele Metal-Genres gehört, aber dieses Genre hat nichts mit Metal zu tun. Denn man könnte meinen, für diese Metal-Fanboys geht es nicht mehr darum, Musik zu genießen, sondern lediglich damit prallen zu können, dass die Musik, die sie sich mit 200 Dezibel in die Ohrmuschel jagen, die härteste und lauteste ist. Und dieses meine Band ist besser als deine, geht einem nach einiger Zeit einfach unheimlich hart auf die Nüsse, wie ein adipöses Eichhörnchen. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass ich in einem alten Video mal angemerkt habe, dass ich hauptsächlich Metal höre und dann eine offene Spotify-Playlist von mir eingeblendet habe. Ich habe innerhalb kürzester Zeit unheimlich viele Kommentare aller die und die Band, das ist aber gar kein richtiger Metal, zu lesen bekommen und ich dachte mir nur, Alter, wen interessiert das? Das ist eine Playlist, die ich tagtäglich höre und folglich sind da nur Lieder drin, die ich mir jederzeit geben kann. Und um mir bestimmte Genres geben zu können, muss ich halt auch teilweise in einer bestimmten Stimmung sein. Folglich beinhaltet die Playlist auch andere Genres, aber die Hardcore-Metal-Fanboys können das irgendwie einfach nicht begreifen und das ist super ätzend. Ganz ehrlich, lasst die Leute doch einfach hören, worauf sie Lust haben. Ja, nice, Mann. Endlich kann ich meine Best-of-Schlager-CD auspacken. Raus.